und gehen erstmal direkt ins Lernen. So, jetzt muss ich mal kurz mir die Ziele von denen angucken. Ihr beiden seid mir ja eh egal, aber Baldus. Individuell. Ich möchte gern, dass du Schwert levelst. Axt benutze ich eher, also lern nebenbei die Faust. Und Harpy soll die Axt leveln. Und Flieg. Wer hat die Gruppenaufgabe? Die beiden immer noch. Könnt ihr auch ruhig weitermachen. So, Einzellektionen. Wer möchte denn? Ihr seid leider nicht so hoch motiviert. Also ich gucke erstmal bei den anderen. Bei dir können wir mal ein bisschen machen. Wir können deine Lanze auf jeden Fall erstmal voll machen. Schon mal auf C. Sehr gut. Keine Autorität. Aber dein Reiten können wir schon mal verbessern. Oh nice, sogar perfekt. Schon mal Reiten auf C. Behändigkeit plus 4 gelernt. Sehr gut. Die Autorität erhöht sich eh automatisch und deine Glauben brauche ich. Wo hast du überhaupt Glaube? Wo hast du das denn schon wieder aufgegabelt? So. Bogen brauchst du auf jeden Fall sehr viel mehr. Das heißt, wir packen den Rest noch in den Bogen. So, Hilda. Hilda kriegt auf jeden Fall noch ein bisschen Panzer. Damit ist jetzt Panzer. Hilda hat gerade abgenommen. Perfekt. Aber Panzer muss auf jeden Fall noch ein gutes Stückchen weitergehen. Wir haben einfach anderthalb Stunden erkundet. Ja. War schon einiges. Krieg ich die Axt vielleicht sogar noch auf C+? Wenn sie ein paar gute Boni hat, dann ja. Oh, nice. Perfekt mit dem... Also mit dem Perfekt sogar noch hochbekommen. Okay, und dann packen wir noch den Rest in Panzer rein. So. Ich glaube schon auf B. Du bist aber auch... Nee, C+ bist du. Nee. Doch. Dann machen wir Lysithia. Kommt sie da auch? Wie die einfach mehr Glaube als Vernunft hat. Was? Wie? Lorenz, könnte dein Pferd noch ein bisschen trainieren? Claude braucht kein Training. Claude läuft auch ganz gut. Bei? Nee, bei dir läuft es auch ganz gut. Na gut, dann nehmen wir Lysithia. So, direkt noch C+. Kannst du noch irgendwas Cooles? Ich könnte dein Schwert noch trainieren. Das ist auf E+. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Bis Naturalität. Eigentlich brauchst du echt nur die beiden Werte. Ja, komm, hauen wir alles in Vernunft rein. Das wird aber auch sehr zurückhaltend. Nehmen wir Lorenz. Hauen wir mal seine Autorität ein bisschen hoch. Und den Rest in Lanze. So, und einer noch. Du bräuchtest das auf jeden Fall auch, sehe ich gerade. Nur du brauchst noch Reiten auf A. Dann ballern wir alles in Reiten rein. Ich sehe schon, was auch nicht sehr motiviert heute. Okay. Dann ab in den Wochenunterricht. Ich hoffe, du wirst mir eine hilfreiche Antwort liefern, Magister, damit ich herzhaft lachen kann. Kannst du mir eine Sache nennen, die mir als Adlige fehlt? Ein offizieller Titel, Entschlossenheit und Untergeben und Ländereien. Das? Nein. Aber es hat trotzdem eine Menge Punkte gebracht. Nein, mach, was du willst. Also, mach das, was du hast. So,
Juri hat Geburtstag. Das ist schön für ihn. We are a natural fit. Dear Goddess, please protect us. Ich hätte jetzt irgendwie mehr gelacht, wenn sie gesagt hätte, Dear Goddess, please protect me. That wasn't so bad. Nice. Wieder perfekt gemacht. Und Veredelungssteine bekommen. Das heißt, wir können gleich doch noch Hilda ihre Waffe veredeln. Oh nice. Lorenz hat sich auch wieder ein bisschen aufgestiegen. Now I see the heart of it. Guess I'm still growing. Okay. So, der nächste Tag. Wo wir jetzt erstmal wieder erstmal Sidequest machen können. Aber gib mir einmal kurz den Marktplatz, bevor ich das nämlich vergesse, kriegt Hilda jetzt erstmal ihre Eisenaxt plus. Yes. Gut. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt aber in den Kampf gehen, machen wir eben noch mal eine kleine Pinkelpause. Dann geht's hier einfach zur Wege der Selbstverbesserung. Von daher, bis gleich. Jo, da sind wir auch schon wieder zurück. So, wir können einmal kämpfen. Svenja meinte, sie hätte jetzt die beiden gemacht. Dann machen wir auch einfach auch die beiden direkt. So, Wege zur Selbstverbesserung. Es wäre keine schlechte Idee, im Zuge deines Trainings zusätzliche Missionen und Aufgaben anzunehmen. Begib dich aufs Schlachtfeld und versuche dich an der vorgegebenen Schlacht. Okay. Dann probieren wir es mal. Mal gucken, wo wir kämpfen dürfen. Und vor allem, wie viele Charakteren wir kämpfen dürfen. Ach, das ist die Lunato-Map. Wie viel darf ich einsetzen? Moment, du kommst mit. Ah, er war als Adjutant drin. Daher das H. Moment, dann machen wir. Ist nicht als Adjutanten. Ah, so war das, dass ich einem Charakter einen Adjutanten an die Hand drücke. Wenn ich dir jetzt einfach mal Baldus gebe, dann ist er wenigstens auch so irgendwo passiv mit dabei. Er ist am niedrigsten vom Level. Hilda und Lestithia und Claude auch. Ja, komm. Dann drücken wir einfach Hilda Baldus in die Hand. Ich glaube, das funktioniert ganz gut so. Dann sind alle irgendwo mit dabei. Ich habe mir eindeutig ein paar zu viele Items, merke ich gerade. Das brauchst du nicht. Der Rest kann bleiben. Okay. Speichern. Lass mich nochmal kurz gucken, was ist überhaupt auf dem Feld. Normaler Dieb, normaler Dieb. Er trägt ein wertvolles Geheimnis. Muss ich ihm das klauen? Oder droppt er das automatisch? Dann wiederum, wie soll ich das klauen? Ich habe keine Diebe. Aber der droppt das. Also müsste ich sogar wirklich eventuell klauen. Aber keine Diebe. Das heißt, ich müsste mir einfach nur das snacken, was der eine droppt. Oh. Na gut, dann let's go. So. Du und du. Jetzt habe ich keinem dieses eine Ding gegeben, um immer zu kontern. Fällt mir gerade ein. Ah ja. Da kommt nur der dran. Er hat 14 Angriff. Fordert 8 Schutz, das sollte reichen. Zum Kontern. Könnte das immer Kontern-Ding gebrauchen. I stand ready. Da. Raphael, ich mach dich einfach noch mehr OP, als du ohnehin schon bist.
Schnapp dir mal den Kelch der Anfänger und nimm den erstmal. Bis ich entscheide, wer das im Endeffekt kriegen wird. So. Who, me? Ready anytime. Let's get to it. Stay focused. Okay. Jetzt aber noch kommen, ne? Natürlich hat er mehr Reichweite als ich. Fiesoleben. So, dann wollen wir doch mal ein bisschen gucken. Die ganzen Charaktere, die noch ein bisschen niedriger sind vom Level. Leise. Leave it to me. Hau den mal an. Moment. Ja, erstmal ein bisschen abschwächen. Muss man erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt schwache Charaktere habe. So. This is what I do. Aber so ein bisschen was können die auch. Zum Beispiel Magie brauchen als Level. So, kriegst du den One-Hitted. Yes. Perfekt. You lost to me? Oh, das ist Schutz und Angriff hoch. Sehr gut. Hast du da auch eigentlich ein Level ab? Reichweiten ab? Nee, aber da. Auch noch ein Level ab für dich. Können wir alle ein bisschen leveln. Oh, nice. Verteidigung hoch. Sehr gut. Richtig gutes Level Up vor allem. Du kommst nicht dran. Yep. Irgendwas mit mehr Reichweite. Happy kann heilen? Oh, wie cool. Ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Jetzt sehe ich aber gerade. Doch, da würde ich dran kommen. Mit ihr auch. Das sind nicht zwingend die Charaktere, die ich irgendwo gerne reinstellen möchte. Wen greifst du eigentlich an? Ihn. Na gut, das ist in Ordnung. Du auch. Das ist auch okay. Na gut, dann Harpy. Heil ihn mal. Sorry. Ich habe gar nicht überhaupt geguckt, was hat überhaupt für eine Klasse. Du bist ein Mönch. Und Balthus ist, glaube ich, ein Krieger oder sowas gewesen. Hätte man vielleicht mal drauf achten sollen. Unterstützen. Ah ja. Ach komm. Heil mal so ein bisschen rum. Einfach ein bisschen zum Leveln. So, du kannst wieder zurücklaufen. Baltus neben Hilde. Okay, ich brauche nichts zu tun. It was a good try. Jetzt kommt der Dude da noch an. Und der Dude. So, witzig aus. Du bist eigentlich dran. Weil doch, du hast einen Bogen. Da würdest du drankommen. Machst du dem guten Schaden? Wer macht dir guten Schaden? Jetzt müssen die sich auch beide hinterm Wald verstecken. Oh, da sind wir schon mal drauf. Hätte ja ein Crit kommen können. Schutz. Ja, das passt. Kannst du mal reinstellen und die mal anlocken. Du hast 6 Schutz. Das ist ein bisschen wenig. Du hast auch 10 Schutz. Kannst dich auch mal dahinstellen. Mit deinem Eisenschwert plus anlocken. Auf wem bist du geil? Oh, auf Harpy. Finde ich jetzt nicht so gut. Aber er kam dich besiegen. Heißt, wir heilen hier noch einmal. Ihr wollt alle Harpy haben, ja. Wollt ihr auch? Nee, ihr wollt. Ihr wollt Lorenz haben. So. Dann haben wir den auch noch schön weg.
Sorry, but victory is mine. Läuft bei Claude. Na, vielleicht auch nicht. Haben nichts gesagt. So, Kaffee können wir da nochmal hinstellen. Hilda können wir da nochmal hinstellen. Ignaz kommt nicht dran. Dich streicht er besser nicht rein. Du kannst ihn rein. Sorry. Ich habe echt die Heiler-Level hier im Fire Emblem gefühlt immer am besten. Jetzt wollen noch mehr Leute auf mich zukommen. Zwei. Süß. Yay, eins mehr ausweichen. So mit Kritten haben die es aber auch irgendwie nicht so. Oh nein, null Schaden. Nicht nur die Löwen, auch die Hirsche haben keinen Bock auf gute Level-Ups. Sad but true. Die wollen alle auf ihn. Wobei, im Endeffekt wird es eh nur noch einer sein, aber... Tschüss. I get things done. Impressive. Du könntest den aus dem Leben schießen. I call that a win. Nice. Gutes Level up. Ja. Ja. Und Autorität Level 1 gelernt. Immerhin ein bisschen Autorität. Hilda. Triffst du den? Easy. I'm all sweaty. Müsste den. Maybe I was. Wieso hast du Magie-Level abbekommen? Hilda, why? Dich dahin stellen. Nein. Einen Moment. Erstmal noch von HP heilen lassen. Und da in Leben stellen. Muss gleich HP und Baltus noch ihre anderen Klamotten geben. Das geht ja mal gar nicht, was sie da tragen. Kannst du heilen? Ach stimmt, kannst du. Ich habe einfach gefühlt, jeder bei mir heilen kann mittlerweile. Das ist so gut. Also ich habe jetzt drei Heiler. Das ist super praktisch. Nice. Hier Level 9. Ja, ist auch ein okayes Level Up. Schaden gegen Raphael. Lul. Zumindest ist jeder jetzt schon mal mindestens Level 8. Heißt, Raphael kann den da? Wobei nicht. Ich schnappe gleich mit Raphael vielleicht einen von denen da weiter hinten. Den kann Isaac machen. I just worked harder. So. Da kann sich auch mal rein. Achso, da steht auch noch jemand. Ganz übersehen. Den kannst du I did it. Der gute Level-Up sind wirklich einfach viel zu nützlich. War vorbei, ich habe nichts gesagt. Das war ein gutes Level-Up. So, stell dich mal dahin. Und hau dem mal gehörig auf die Fresse. Stellen wir auch einmal dahin. Jo. Gibt zwar doch nur einen Schlag ab. Aber das geht auch voll klar. So. Die stellen wir uns auch einmal dahin. Du kannst hier nochmal heilen gehen. Was? Oh. Ups. I can't afford to lose. Ich wollte eigentlich Lorenz heilen.
Dann habe ich noch Sferato gemacht. Ups. Na gut. Dann halt noch Sferato. So, Lord darf den dann noch machen. It was a good try. Ist fast das gleiche. Ja, es ist beides Glaubensmagie. Also kommt's ungefähr hin. Lorenz hat auch so überlebt. Also alles gut. So. Mal, wie viel Schaden macht mit der Dude? Ich gerne dreimal treten und du besiegst mich trotzdem nicht. You fought well. I'm not. Gute Level-Ups. What is this even? Moment. Lass das zur Seite. Lass dich mal von der Sekunde heilen. That helps. Da schon mal einen Angriff gleich abfangen. Hab ich dann auch noch einmal heilen. Appreciated. Kann ich die überhaupt umziehen gleich noch? Ich glaube, dafür muss ich in mein Zimmer, ne? Hm. Hoffe mal, ich kann die noch umziehen. Ich will nicht mit diesen hässlichen Klamotten in die Hauptschlacht nachher gehen. Joa, wer auch mal gleich den Boss umhauen möchte, der kriegt wahrscheinlich dann noch mal ein schönes Level ab. Wie sieht's denn aus? Nein, nein, nehmen wir noch auf 8. Raphael ist auf 8, Lysithia und Hilda. Das sind genau 3 Gegner, das heißt, jeder darf noch einen besiegen. So, lass den bitte leben. Vielen Dank. Dann machst du den ersten schon mal weg. Sorry, don't know my own story. Reicht noch nicht ganz. Fix du den da One-Hit. Nein. Wie gesagt, Hilda. Fix du den One-Hit. Nicht ganz, ohne den vorher ein bisschen anzuschwächen, aber dafür haben wir ja genug Fernkämpfer, die nennen wir. Scumbag Leonie. Klaut erstmal den Kill. Weil du brauchst nicht viel, das heißt, du kannst den auch einfach mal ein bisschen ankratzen. Oh wait, das ist noch cool. This is what okay. I don't have time. Es ist zumindest Magie-Level up gewesen. It's something. Hey, und Claude war der Held. Anschwächen? Also töten? Ich sag das, wenn ich jetzt gleich Einzellektionen mache, ist einfach fast keiner motiviert. Ha. So. Wer hat einen Bock auf eine Einzellektion? Fast niemand. Okay. Claude, du bist doch so super motiviert. Du musst... Keine Ahnung, den Fliegen noch wahrscheinlich ein bisschen. Aber du bist das Fliegen sogar schon ziemlich gut. Dein Bogen sieht auch schon echt gut aus. Wir können auch ein verstecktes Axttalent nebenbei mal machen. Weißt du was, wir machen ein verstecktes Axttalent einfach nebenbei. Vielleicht kommt da ja irgendwas Cooles raus. Marianne ist noch voll motiviert. Die muss noch... Wie sieht mit deiner Lanze aus? Die muss noch ein bisschen. Das heißt, die rennen wir weiter. Das Sauna-Icon, ja. Sieht schon witzig aus. So. Dann können wir jetzt Baltos und Harpy auf jeden Fall noch zumindest ein bisschen was machen. Baltos Schwert, hatte ich ja gesagt, ne? Dann leveln wir direkt mal dein Schwert. Zumindest so ein bisschen. Und Harpy, deine Axt.
Eine habe ich noch, ne? Am ersten noch Raphael. Nein, für die 2 Punkte. Na komm, machen wir seine Autorität 1 höher. Obwohl, er hat Stärke sammeln gelernt. Praktisch. Rest kann bleiben, also ab in den Wochenunterricht. Professor. Du trainierst gerade Bogen und Reiten und möchtest Lanzen und Reiten. Nein. Hör auf das, was dein Lehrer sagt. Der weiß meistens bis besser als du. Hilda möchte mit mir reden. Okay. Hey, Professor. There are a lot of hardworking people here at the Academy, huh? Even Claude. He acts carefree, but secretly he's so serious. Everyone focuses on training without even needing to be told. Maybe they think I must protect my friends, even if I have to risk my neck. Du dagegen scheinst nicht so pflichtbewusst zu sein. What? I'm diligent. Everyone else is just excessively diligent. I don't understand why anyone would want to risk their life for someone else. When you die, no matter how you died, it's over. To me, it's more important to enjoy life. We only live once, after all. It's a waste to spend all your time working and being responsible, right? Ich bin nicht faul, die anderen sind einfach nur zu fleißig. Genau das. So, findest du nicht auch, dass man sein Leben verschwendet, wenn man nur durchweg nur arbeitet und Verantwortung zeigt? Schon eigentlich. Well, no matter what people may think, I'm going to keep being me. So in our next battle, I'll support everyone from the sidelines. Nein. Aw, come on, please. How about I do something for you as a way of saying thanks? Oh, I know. I'll let you join me for dinner in the city. Everyone would be jealous, you know? They'd all love to spend time with me. Okay, okay, just think on it. Ich will mich aber mit Essen bestechen, die weiß, wie ich funktioniere. Oh, schau mal, B-Rang. Cool. Oh, wer will jetzt was? Marianne, okay. Next one. Professor? There's something I need to say. Nur zu. Thank you. How should I put this? I don't seem to be getting along with everyone. I don't contribute much either. Am I a nuisance to you, Professor? If so, I'll leave. Of course, my adoptive father may not understand, but if I must... Oh, my adoptive father is one of the new nobles of the Alliance. His territory is to the north. He was a distant relative who took me in after my parents vanished. He's blessed with great drive and ambition. Some may go so far as to call it avarice. He wishes to marry me off to a powerful noble. That's why he sent me to the academy. If I left now, I'm sure he'd have a strong opinion about it. Ah, sorry. I strayed away from the topic. I'm not good at telling stories either. Ich glaube, ich konnte dir auch noch folgen. Good. I'm glad. So, as I was saying, are you sure I'm not bothering you, Professor? Habe ich mich etwa beschwert? Oh, I'm so grateful to hear you say that. Ich glaube, nur wenn ich die zweite Antwort genommen hätte, hätte sie es nicht so ganz verstanden, dass ich damit Nein meinte. What I'm trying to say is, you should keep your distance. I'm more trouble than I'm worth. You only say that because you don't know the real me. I'm sorry, I have to go. Ich glaube, die hält einfach so. Das, was Lorenz von sich hält, hält sie von sich nicht. Aber damit haben wir auch Marianne auf B. Er hat Geburtstag? Leonie hat Geburtstag. Ja komm, laden wir Leonie mal zum Tee ein. Wo ist denn der Gerald-Tee, der aus Gerald-Blüten besteht?
die aussehen wie kleine Geralds. Wodurch, wenn man den Tee damit aufgießt, die Teetasse sich zu Geralds Gesicht verwandelt. Warum habe ich den nicht? Viel zu selten, leider. So, was haben wir denn? Almira-Tee, Albinea-Tee. Schaf. Ich glaube, der Kamillentee klingt gut. Thanks for inviting me. Thanks. Sicherheit im Kloster. Ja, klingt gut. Worüber wollen wir noch reden? Mögliche Trainingspartner. Ja, Gerüchte. Gerüchte scheinen sie auch zu interessieren. Vor allem über Geralt. I don't care what you think of me. I just don't want to lose to you. Chill. Ich widerspreche dir einfach. Oh, das war nicht so gut. Thanks for the tea. Invite me by again sometime. Na gut. Hätte ich erröten sollen? Aber ihr Charme ist gestiegen. Well, Professor, impressed? Oh, ihr habt's perfekt gemacht. Da bin ich wirklich impressed. Nice. C+ beim Schwert. Und C+ beim Bogen. Ja gut, Juri ist mir egal. It's fun when you know what you're doing. Den Nebelschlitzer. Durchschlag. Ist egal. I finally get it. Und Sonnenschlag. Ist egal. Axt +1 immerhin. Jo. Meine Teestunden laufen nie gut. Well done. You have my thanks. Oh. Cool. Kann ich mich da auf L-Charaktererscheinung? Balthus. Im Kampf bitte die Klosteruniform. Danke. Und Harpy. Im Kampf bitte die Klosteruniform. Danke. Einmal kurz nochmal auf den Marktplatz und zum Schmied. Ich glaube, für Leonie kann ich jetzt nämlich auch ihre Pflanze verbessern. Ja. Na komm. Gut, dann gehen wir weiter kämpfen.